So, herzlich willkommen zurück hier zum zweiten von vier Openings von Flesh and Blood. Welcome to Wraith. Mein Name ist Michael Wieczorek, im Internet bekannt auch unter dem Namen Ava7 und ich spiele jetzt immer mehr Flesh and Blood. Mehr Flesh and Blood, das ist ganz verrückt. Ich habe mir mal hier Verstärkung gesorgt mit besserem Licht. Ich werde auch gleich umswitchen auf den Kollegen hier, damit ihr mich besser verstehen könnt, weil bisher benutze ich hier diesen Puschel. Da, der Puschel, der hier so darunter ist. So, wir probieren das jetzt mal mit meinem Streaming-Setup. Das ist eigentlich so, wie ich jetzt hier auf Twitch streamen würde. Und ich möchte ja, obwohl es keine Kategorie dafür gibt, gerne Flesh and Blood Content machen. Das nehmen wir hier mit der zweiten Kamera auf. So sieht das aus. Ich hoffe, das ist schön. Der Boxtopper hier. Da oben kommt er hin. Da wird gecrackt. Und wir fangen an mit Umdrehen. Die Generic Reactions, Attack-Kram und alles dahin. Dann kommen das Equipment. Und dann kommen die Rares. Warriors, Valor und Flusterfist. Und noch ein Flock of the Featherwalkers in Foil. Ach ja, das hatte ich gerade gar nicht bei der Sammlung gesagt. Wenn ich eine Foil habe, so schön wie diese hier, ich versuche die Commons alle in Foil zu bekommen, um dann sozusagen. Ja, weil das wäre einfach schön, da ein komplettes Album sozusagen voll mit Foils zu haben. Deswegen kommen die Foils, bekommen hier eher einen extra Platz. So, und dann sind hier jetzt die Class Commons, die sind dann nicht sortiert. Die nehme ich nochmal weg, gehen dahin und da kommt der Token hin. Dann Iron Rod Legs. Timesnap Potion, ich habe gerade noch gesagt, die hatte noch gefehlt, jetzt ist sie da. Sigil of Solace habe ich jetzt zum Beispiel zu viele, die kommt dann in den Tauschordner. Barraging Braunheit in Rot und Foil. Ich hatte ja in diesem Event mitgemacht, in Lage, da waren das erste Mal dann japanische Karten und die hatten eine sehr viel bessere Print-Quality. Das ist sehr auffällig gewesen, wie ich fand, also das sah deutlich besser aus. Hope, Merchant's Hood, Breakneck Battery, Flickflack und die Refraction Bolters in Foil. Das nächste Equipment in Foil, sehr schön. Gerade kommt ja Tales of Aria, Spoiler links und rechts. Da will ich gerne mit euch auch mal drüber sprechen, wenn ihr wollt. Alle Spoiler in einem Livestream durchgehen, angucken, was machen die Karten. Wenn euch das interessiert, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Dann mache ich einen Livestream auf Twitch demnächst auf, poste das auch. Ich wollte auch mal ein Video machen, vielleicht interessiert euch das ja noch dringlicher. Wo informiere ich mich überhaupt über Flesh and Blood? Was gibt es zum Beispiel an Discord-Servern oder an Händlern, die Einzelkarten verkaufen? Vielleicht ist da ja so eine Sammlung erwünscht, wo ich einfach mal alles in einem Thread unter einem YouTube-Video aufgebare. Sink Below, Sloggism. Dann die Breaking Scales. Savage Feast ist das nächste und noch eine Breakneck Battery und ein Foil Sloggism. Ein Steelblade Shunt und eine Staunch Response und ein Foil Red Regurgitating Slog. Markbone Strapping, Steelblade Shunt, Hurricane Technique, eine Super Rare, die erste Super Rare heute. Und noch eine Rare Savage Feast in Gelb Foil. Schick. Das sind die vier Generics. Dann haben wir Harten Cross Trap als Equipment. Disable und Rout, die nächste Super Rare. Rout habe ich definitiv noch nicht oft genug. Und die Foil ist eine wunderschöne Biting Blade. Hier, Equipment, Iron Rod Legs, Blessing of Deliverance, Steel Blade Shunt und Cartilage Crush. Und Iron Rod Gauntlet, Energy Potion zum Vertauschen, Staunch Response glaube ich auch zum Vertauschen und Stonewall Confidence Foil kommen. Breaking Scales ist das Equipment. Ich weiß gar nicht, nimmt das Equipment, wenn man jetzt eine Legendary zieht, nimmt das dann den Equipment-Slot weg? Da bin ich gespannt. Oder nimmt es den Rare-Slot weg? Ein Savage Feast in Blau.
ein Overpower in Blau und ein Rare Flickflack in Gelb. Schnieke. Wie gefällt euch die Tonqualität? Ist das so besser? Hier sollte es deutlich trockener sein in diesem Raum. Trotzdem ist diese ganze Videoserie, dieses Vlog-Style-mäßige, schon für mich so der Versuch, das Ganze ein bisschen diesen Perfektionismus rauszukriegen und einfach Videos zu machen über ein Hobby, das mich derzeit begeistert, mitnimmt und ich hoffe, in Deutschland Fuß fasst, obwohl es keine deutschsprachigen Karten gibt. Ein Rothelm. Drone of Brutality in Gelb und Barraging Beatdown in Gelb und Stroke of Foresight in Foil. Noch fehlt der Hit in diesem Display. Eine schöne Majestic. 1-2 hätte ich schon ganz gerne. 2 Super Rares. Da ist wenig für die Sammlung drin. Für den Ordner. 4 Equipment Iron Rod Helm. 1 Snatch. Und hier haben wir zumindest die dritte Super Rare. Das ist Mugenshi Release. Sehr gut, dann habe ich das jetzt zweimal für den Ninja. Primeval Bellow in Foil. Sink Below. Das sind übrigens Karten, das will ich kurz sagen. Sink Below ist so eine Karte. Obwohl das eine stinknormale Common ist, die wird halt so extrem viel gespielt im Meta, das lohnt sich trotzdem, die so oft wie es nur irgendwie geht zu haben, beziehungsweise auch halt auf Tauschportalen anzubieten oder Verkaufsportalen. Weil die Karten brauchen auch die Leute, die sich nur Singles kaufen. Hope, Merchants und Potion of Strength, Savage Feast und eine Nature's Path Pilgrimage in Foil. Vielleicht euch ja auch schon mal eine tolle Sache, die man mitnehmen kann. Ein Display reicht aus, um ein Common Playset zu bekommen von allem, was man so sich wünscht. Also im Großen und Ganzen kann sein, dass da natürlich trotzdem mal Karte fehlt. Goliath Gauntlet als Equipment. Warrior's Valor. Blackout Kick in Blau. Mal sehen, ob ich den schon habe. Und die Biting Blade nochmal in Foil. Ein Rod Legs, dann ein weiterer Flickflack. Sehr, sehr wichtige Karte, der Flickflack im Control Deck vom Ninja. Da wird Katsu zum Beispiel gespielt. Da braucht man alle Flickflacks. Oh, und da haben wir unsere Majestic, die Steel Blade Supremacy. Schön. Oh. Oh, und dazu eine zweite Foil Super Rare Crazy Brew. Die habe ich schon, lustigerweise. 1, 2, 3, 4. Harten Crossstrap. Disable ist die nächste Rare. Und die Pflaster Fist. Und eine Rare Snatch in Foil. Okay. Ja. Hope Merchant's Hood. Breakneck Battery. Blessing of Deliverance. Und Overpower in Foil. Rare Foils immer schön für die Sammlung, die ich versuche. Iron Rod Plates, Sigil of Solace, Savage Feast und Flock of the Featherwalkers. Helm of Eisen's Peak, dann Barraging Beatdown, Snatch und Wrecker Romp habe ich definitiv nicht als Foil. Die blaue. Einrod Gauntlet. Drone of Brutality. Flickflack. Und Surging Strike. So. Fürs nächste Mal merke ich mir schon mal, das baue ich jetzt um. Da müssen sie hin. Die Sachen, die die großen Stapel sind. Genauso wie dieser hier. So. Die kommen hier an die Seite. Dann haben wir Equipment. Dann können die da nämlich viel besser hin. Dann kommen die Rares. Da kämen Super Rares und Majestics. Die Foils können da drunter. So, das ist doch mal. Das ist doch mal was. Viel besser. So, Blackout Kick. Da, Blood Rush Bellow. Sehr gut. Zumindest für den Brute noch eine weitere Majestic. Und Sink Below in Foil.
Einrod Helm, Drone of Brutality, Flick Flack und ein Song Response in Foil. Helm, eine Energy Potion, Barraging Beatdown und ein Nature's Path. Darauf Refraction Bolt, hast nochmal das Warrior Equipment, dann Overpower. Forged for War, eine Super Rare, die ich auch noch nicht besitze, von daher das ist gut. Und ein Foil Barraging Beatdown Rare ist auch immer nett. Okay, also einmal das Ergebnis zeigen von den Sachen, die sinnvoll sind. Erstmal die Foils, die sehen nochmal schön aus, da sind auch ein paar Rares mit bei gewesen. Snatch, dann haben wir die Crazy Brew, Super Rare. Schreibt gerne mal rein, ob ihr denkt, dass es ein gutes Set war insgesamt, also ein gutes Display oder eher nicht. Würde mich interessieren, wie da so eure Wahrnehmung ist. Eins, zwei, drei, vier, fünf Super Rares, davon eine Foil. Und zwei Majestics. Hier der Blood Rush Bellow ist wie gesagt dazugekommen. Breakneck Battery jetzt fast vollständig, fehlt nur noch die blaue dritte. Aber wir sehen hier bei Majestics, da fehlt noch eine ganze Menge, um die Dreier-Playsets fertig zu kriegen. Die Rares sind jetzt vollständig. Barraging Beatdown nach zwei Displays. Das hier sind eh nur die Commons, da versuche ich wie gesagt die Foils reinzumachen. Das machen wir jetzt nicht, das mache ich später in Ruhe abends. Hier nach wie vor die zwei Crippling Crush, da ist Forged of War hinzugekommen, aber ansonsten auch noch leere. Bei Disable, der Rare, da fehlen noch drei. Hier fehlt die blaue, da fehlen auch zwei. Bei den Commons natürlich nichts, aber noch einige Foils nicht ersetzt. Hier haben wir jetzt beim Guardian, beim Ninja, haben wir das Mugenshi Release, das zweite, und die Hurricane Technik, glaube ich, dazu bekommen. Pflaster Fist fehlen noch zweimal gelb. Blackout Kicks ist jetzt fast vollständig, genauso wie Flick Flack. Hier, das sind die Commons. Und hier ist hinzugekommen die Steel Blade Supremacy, das erste Mal beim Warrior. Und das zweite Route da oben. Ansonsten die Rares hier fast vollständig, fehlen auch nur noch einzelne kleine Karten. Hier wieder der Versuch, alles zu voll zu kriegen beim Common Status. Das Equipment. Hier die zweite Crazy Brew. Drone of Brutality fast vollständig. Snatch ist vollständig. Da fehlt nur noch die mittlere als Foil, glaube ich. Hier ist jetzt die Time Snap Potion drin. Sigil of Solace war ja schon vollständig. Hier der Versuch, alles in Foil zu kriegen. Da bin ich wirklich gespannt, wie weit man nach vier Displays so ist. Weg, und ihr seht, zwei sind noch da, die werden noch aufgemacht, in der Hoffnung, dass eine Legendary irgendwo drin ist.